Liebe Community, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum 77. Part des Fußballmanager 2013-14 Let's Play mit dem VfL Wolfsburg. Und wir sind hier am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2013-2014 angelangt. Spielen jetzt das letzte Spiel zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und ich habe mir überlegt, dieses Spiel auch als Textmodus-Spiel zu bringen, da das DFB-Pokalfinalspiel gegen Schalke 04 das letzte 3D-Spiel wird in dieser Saison, vorausgesetzt, dass es mit Chile nicht arg weit geht. Wir werden es aber dann sehen, wie es läuft. Von daher gehen wir in den Textmodus und sagen unserer Mannschaft, zu Hause sind wir eine Macht und damit auf geht's ins letzte Spieltag gegen Gladbach. Und damit moin moin und herzlich willkommen hier zum letzten Spieltag am 34. und letzten Spieltag zu Hause hier in Wolfsburg gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Luis Fabiano wird hier schon früh verwarnt nach einer klaren Tätigkeit gegen Stranze. Meine Güte. Das fängt ja mal wieder klasse an hier. Entschuldigung. Anweisungen. Tacklings runter, auch wenn es eine Tätigkeit war. Das darf nicht passieren und sollte nicht passieren. Und sehen hier die erste Chance nach 7 Minuten. Fabiano legt am Strafraumrand für Schneider auf und der zieht sofort ab. Doch Marc-André Ter Stegen ist schnell unten im linken Eck und hält die Kugel im Nachpassen sicher in den Händen. Und damit vereitelt er hier schon früh das 1:0 für uns. Im Gegenzug die Chance für Gladbach. Gute Aktion von Orue, der sich im Strafraum durchsetzt und aus 11 Metern schießt. Benaglio packt jedoch sicher zu. Jetzt bekommt hier Schneider die gelbe Karte, ist alleine durch, legt das Leder an Stranze vorbei, hebt dann ab. Okay. Was ist mit unseren Spielern hier los? So. Auch das wieder umgestellt. Chance Gladbach. Ecke von Villagra. Aber letztendlich kann hier Luis Gustavo sich durchsetzen und die Gefahr bereinigen. Gladbach ist hier eher defensiv ausgerichtet. Nächste Chance für Villagra mit dem zweiten Ecke in diesem Spiel. Orue lässt das Mollon da aussteigen. Zieht dann sofort ab, aber der Ball geht deutlich drüber hier. Und die hören nicht auf. Freistoß von Orue. Aus 26 Metern schön Richtung Tor, der Gastgeber, der Ball fliegt gut einen Meter am rechten Pfosten vorbei. Ob Benaglio da herangekommen wäre? Jetzt verletzt sich hier Martin Stranzl, Muskelverhärtung. Für ihn ist damit die Saison schon mal beendet. Und wir gucken mal, wer für ihn ins Spiel kommt. Es kommt Roel Brouwers, der in der Realität ja mit einer Rückkehr zu Roda Kerkrade ja liebäugelt. Aber ich denke mal, er wird bis zum Saisonende bleiben und dann wechseln. Jones mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. Und das war's dann, okay. Sag mal voller Angriff, damit da mal was passiert. Und es passiert auch was, hundertprozentige. Schneider zieht aus 19 Metern knallhart ab. Ter Stegen hat zunächst so seine Probleme, bekommt das Leder im zweiten Versuch aber dann doch zu fassen. Nächste Chance folgt sie sogleich von Wesley Schneider. Erste Ecke in diesem Spiel. Dominguez gewinnt das Kopfballduell im Zentrum, allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Die wird hier gut ausgeführt. Ter Stegen zögert im 1 gegen 1 gegen Mollanda, sichert sich das Leder am Ende, aber doch. Schwierige Entscheidung in Wolfsburg. Arnold gelingt aus dem Gewinn heraus ein Tor für den VfL Wolfsburg, doch die Spieler von Gladbach beschweren sich massiv über ein angebliches Handspiel. Steven Schneider hat davon nichts mitbekommen und auch sein Assistent wirkt unsicher. Befragt hier Arnold, der gibt zu, dass es tatsächlich Hand war. Dafür dürfte es einen Fairnesspreis geben. Okay, unser Mann ist hier zu ehrlich und damit weiterhin 0:0.
Der wird hier anscheinend ausgepfiffen. Hohe Flanke von der rechten Seite durch Arnold. Köpft Fabiano in das Fohlentor, er springt dabei. Aber in den Torwart hinein. Und der Schiedsrichter gibt hier den Treffer zurecht nicht. So eine Möglichkeit war auch beim Baumi jetzt gerade vor kurzem erst. Kuh spielt auf Fabiano, aber der Routinier verzieht hier überhastet. Und das heißt für mich, dass jetzt mal die Spieler sich noch kurz vor der Pause aufwärmen. Und 45 Minuten sind hier gespielt. Weiterhin 0:0. Die Noten sind recht ansprechend, zumindest im Abwehrbereich. Kann man allesamt mal loben, Hollander auch. Und Rodriguez. Massagen für Hollander und Klose. Und Jesse, würde ich mal sagen. Halbzeitansprache. Bis jetzt 50%. Das sagen wir, spielt konzentriert und geduldig weiter. Das müssen wir so sagen. Und ich denke mal, wir lassen es trotzdem mal. Lassen mal alle Spieler aufwärmen, mahnen nochmal zur Konzentration. Janschke erobert hier den Ball schön im Mittelfeld. Aber das war's hier auch. Sagen wir mal, voller Angriff. Jetzt verletzt sich hier Rolf Brauers, den Hexe-Innenverteidiger. Ebenfalls eine Muskelverhärtung. Nachdem schon Stranzl mit derselben Verletzung ausgefallen ist. Und da kommt jetzt mal Lulas, der eigentlich ja Außenverteidiger ist. Kommt jetzt der Krieche, okay. Und wir wechseln hier gleich. Erstmal Snyder bedient Fabiano, doch dieser steht im Abseits. Und er kommt jetzt mal raus. Heute Rahmen, schwarzes Spiel hier. Janschke tritt Kuh absichtlich um, der Ball war längst weg. Rot wäre hier die richtige Entscheidung gewesen und nicht gelb. Und jetzt Anthony Martial nochmal für 30 Minuten für Luis Fabiano. Der mir wirklich gefallen hat bislang, Luis Fabiano. Janschke hebt da die Hand, spekuliert auf Abseits. Wesley Snyder ist somit plötzlich frei, legt wunderbar quer auf Martial. Dieser legt sich den Ball ein Stück auf die rechte Seite, zieht dann sofort ab. Marc-Antisers Segen ist unten, aber kann den Ball nur hinterher schauen. Ein super Tor von Martial. Wunderbar. Da hat die Einwechslung doch wunderbar funktioniert. Gangart vom Borussia Mönchengladbach wird Trauer und jetzt kommt Lukas Rupp für Max Kruse. Das heißt, wir gehen hier mal kurz in den Teamvergleich. Und Dresch deckt hier jetzt mal Rupp. So, Chance hier nochmal von Villagra nach Ecke. Klose kann mit einem Befreiungsschlag hier klären. Jetzt kommt Kevin De Bruyne für Maximilian Arnold. Chance hier, Rupp setzt sich mit einer hohen Flanke Janschke ein, aber der den Ball hier gegen Klose und Ricardo Rodriguez nicht sinnvoll verarbeiten kann. Jetzt bekommt hier Klose die gelbe Karte. Okay, der mäht hier Oroe um, holt sich da die gelbe Karte ab. Stellen wir ihm bei ihm die Tacklings runter. Das ist alles negativ hier fürs Fairplay. Immer wieder schöne Aktionen des VfL Wolfsburg im Mittelfeld, besonders Kuh mit großem Laufpensum. Und jetzt die letzten 10 Minuten. Kommt hier Ronaldinho nochmal in die Partie für Snyder. Für unseren Kapitän und Mittelfeldstrategen. Dadurch wird jetzt Benaglio die letzten 10 Minuten hier noch Kapitän und darf dann die Meisterschale in die Hände nehmen. Konterchance für den VfL Wolfsburg. Ronaldinho läuft jetzt ganz alleine auf Ter Stegen zu, schießt. Aber Marc-André Ter Stegen erreicht den Ball mit den Fingerschritten und hat ihn dann sicher. Noch 5 Minuten hier, Chance für Gladbach.
Guter Angriff der Fohlen über links. Tim Klose kann die Hereingabe von Philipp Dams aber mit einer starken Aktion klären. Wunderbar. Die Wölfe hoffen jetzt natürlich auf Konter. 2 Minuten werden hier noch nachgespielt. Es passiert nichts mehr. Schlusspfiff. Wir gewinnen hier am letzten Spieltag. Wir sind Meister, steht hier, wird nochmal eingeblendet. Wir gewinnen hier mit 1:0 am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Und in den Statistiken sehen wir es hier. 62:38% Ballbesitz. 10:7 Chancen. Wir hatten 5 kleine Chancen, Gladbach 7 kleine. Ansonsten war es wirklich ein schöner Textmodus hier, auch wenn wir 3 gelbe Karten nochmal zum Schluss bekommen haben. Na gut, wir sehen uns direkt im Nachbericht. Und da sind wir auch schon im Nachbericht. Spieler des Spiels wurde bei uns Anthony Martial mit dem Tor nach Einwechslung mit der 1,0. Hatte ich mal wieder ein schönes, sauberes Händchen gehabt. Und Gladbach, da war der beste Spieler Rohl Brauers mit der 1, der ebenfalls raus musste. Dann kam Manolas, der nur eine 4 bekommen hat. Lukas Rupp 4,5 nach Einwechslung. Ansonsten Ter Stegen und Dams noch mit passablen Noten 2,5. Dominguez auch mit der 2,5. Bei uns sind fast alle Noten im Zweierbereich. Der schlechteste Luis Fabiano mit einer 4,5, Arnold mit einer 4. Die anderen Einwechslungen sind zu spät erfolgt, sodass da keine Noten mehr gefallen sind. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. In den Statistiken sehen wir es nochmal schwarz auf weiß. 5:3 Schüsse, 6:3 Chancen, 62:38% Ballbesitz. Und Spieler des Spiels wieder einmal Ricardo Rodriguez. Zu den Ergebnissen des 34. und letzten Spieltags der Fußball-Bundesliga. FC Bayern München gewinnt hier mit 3:2 gegen VfB Stuttgart. VfB Stuttgart hat sie nochmal eng gemacht. In der Realität hat der VfB Stuttgart zu Hause ganz knapp mit 1:2 gegen FC Bayern München verloren. Da hat Thiago sehenswert per Fallrückzieher noch das 2:1 gemacht. Schalke 04 mit einem 2:1 gegen Nürnberg. Leverkusen nochmal mit einem 3:1 gegen Bremen. 4:0 Auswärtserfolg vom SC Freiburg. Bei Hannover 96, die damit einen Sprung auf den 12. Platz machen. Wir mit einem 1:0 gegen Gladbach haben jetzt 84 Punkte. Hoffenheim hier mit einem 2:1 Erfolg gegen Braunschweig. Mainz kommt hier mit 2:6 beim HSV unter die Räder. Zu Hause unter die Räder, Entschuldigung. FC Augsburg mit einem 2:1 Erfolg gegen Eintracht Frankfurt und Dortmund gewinnt im Berliner Olympiastadion mit 3:0 und damit ist Hertha auf dem Relegationsplatz mit 28 Zählern. Der FC Augsburg ist abgestiegen in die zweite Liga und folgt damit dem Aufsteiger Eintracht Braunschweig in Liga 2. Mainz konnte sich hier noch retten. Hannover 14. Was für eine schlechte Saison hier. Die beiden Europa League Starter Eintracht Frankfurt und SC Freiburg hier auf den Plätzen 12 und 13. Stuttgart auf der 10. Wieder mal eine mittelmäßige Saison für den VfB Stuttgart. Hamburg auf der 11. Hatten sich natürlich Besseres verhofft. Bremen auf dem 9. Platz. Hoffenheim 8. Und Nürnberg zieht hier in die Europa League dann noch ein, weil die beiden Schalke und Wolfsburg hier in den internationalen Plätzen vertreten sind. Somit heißt es, zieht Nürnberg hier in die Europa League ein. Und Leverkusen auf dem 6. spielt die Euro-Quali. Und Gladbach ist direkt qualifiziert. Champions League-Quali wird Schalke 04 direkt qualifiziert. In der VfL Wolfsburg, FC Bayern München und Borussia Dortmund. In die zweite Liga, da steht der letzte Spieltag noch morgen an hier, also an einem Sonntag dann. Aber hier ist auch schon alles geklärt. Es entscheidet sich zwischen St. Pauli und TSV 1860 München um den Relegationsplatz. Und 1860 spielt auswärts bei Union Berlin, die 12. sind. Und St. Pauli spielt gegen Erzgebirge Aue, die 13. sind. Also es wird noch ein interessantes Spiel hier am letzten Spieltag. Aber ich hoffe mal, dass es St. Pauli hier schaffen wird. Dritte Liga, letzter Spieltag. Und aufsteigen tun der Hallesche FC und ein Durchmarsch hier von RB Leipzig.
der Mannschaft von Baumi. Die hat es auch hier geschafft mit 73 Punkten. Hatten letztendlich ein besseres Tordifferenz von plus 15 gegenüber MSV Duisburg, die damit eine Relegation spielen werden. Aktuell gegen Arminia Bielefeld, den Aufsteiger. Auf dem vierten Platz hier VfL Osnabrück mit 69 Punkten, die Mannschaft von Fritz Meloni hier. Auf der 10 die ehemalige Mannschaft von Barney, auf der 11. Holstein Kiel, die Mannschaft von Bergi, auf dem Platz 17. Und die Mannschaft vom Hansa Fan 1993, Chemnitzer FC, hier auf der 7. Und dann gucken wir nochmal in die Regionalliga Nord, wo wir am letzten Spieltag mit 1:0 gewinnen konnten. Gegen die zweite vom HSV, sind damit hier Meister mit 5 Punkten Vorsprung vor dem VfB Oldenburg, dritter BV Kloppenburg, Norderstedt, die auch hier falsch geschrieben worden sind, beziehungsweise hier stehen sie richtig, nur in der Tabelle stehen sie falsch drin, okay. Regionalliga Nordost, dort ist Carl Zeiss Jena hier 3 Punkte Vorsprung, haben noch einen Spieltag, nächste Woche gegen Optik Rathenow, aber ich denke, das dürfte durch sein. Die zweite von Hertha spielt gegen Lok Leipzig, die hier auf dem 9. Platz sind. Regionalliga West. Hatte Schalke 04 geschafft. Spielen in der Relegation hier. Man hätte es vor der Saison nicht vermutet, weil Alemannia Aachen hier drauf und dran war, das schon früh klar zu machen. Haben aber trotzdem noch irgendwie flöten lassen. Regionalliga Südwest, Hoffenheim die zweite hier auf 1 und Eintracht Trier 10 hier in die Playoffs ein, also in die Relegation. Glückwunsch, meint die zweite hat es nicht mehr geschafft. Regionalliga Bayern, die zweite von Bayern, das war klar, 84 Punkte. Max Dittgen bereits zum 6. Mal in die 11 des Tages, der spielt hier bei der zweiten vom Club. In die anderen Ligen kurz reingeschaut. Red Bull Salzburg wird hier deutlich Meister, 15 Punkte Vorsprung. Belgien, auch eine klare Sache für FC Brügge. In England ist schon alles vorbei und hier wird der Meister Arsenal London mit 2 Punkten Vorsprung vor Man United, Swansea City und Manchester City. Tottenham hier in der Europa League, Chelsea, Liverpool nur 6. und 7. Ist ein bisschen eine Enttäuschung hier für José Mourinho. Absteigen müssen hier West Ham United, Southampton und Norwich. Football League Championship ist auch alles durch. QPR und FC Reading steigen wieder auf. Und die Playoffs hier zwischen Leeds, Wigan, Blackpool und Middleborough. Frankreich ist schon alles durch. PSG Meister vor AS Saint-Étienne und Olympique Lyonnais. In die Europa League AS Monaco und Montpellier. Marseille auf dem 6. Platz. Absteigen Toulouse, Evian, Tonina, Galliard und Valenciennes. In der Ligue 2, da steigen Brest, RC Lens und Nancy auf. Und in die Ligue 3 steigen hier dann Créteil, CA Bastia und Clermont Foot ab. Okay, Italien ist noch nicht alles entschieden, aber Juventus Turin ist hier mit 9 Punkten voraus, 2 Spieltage vor Schluss. Also sind sie schon Meister. Niederlande, PSV Eindhoven, 20 Punkte Vorsprung vor Feyenoord. Sind hier Meister in Portugal. Benfica Lissabon Meister vor Sporting und Porto. Spanien, 2 Spieltage vor Schluss. Ist der FC Barcelona hier Meister, Atletico Madrid auf der 2, Real Madrid Dritter mit 77 Zählern. Sonst ist da alles soweit entschieden. Auch unten ist alles entschieden. Granada, Valladolid und UD Almeria steigen ab. In der Ligue Adelantis ist es so, dass Real Zaragoza bereits aufgestiegen ist. Und man streitet sich hier zwischen UD Las Palmas und Mallorca noch um den direkten Aufstiegsplatz. Ist aber noch ein Spieltag hier zu spielen. In der Schweiz, FC Basel hier, Meister, 14 Punkte Vorsprung. Türkei beschickt das hier erster, 70 Punkte, 7 Punkte Vorsprung vor Trabzonspor. Noch 2 Spieltage hier. Und das heißt, beschickt das ist hier türkischer Meister, Galatasaray und Fenerbahce nur auf 5 und 6.
Brasilien, SC International hier. Erster mit einem Punkt Vorsprung vor Botafogo. Der Mannschaft von Clarence Seedorf, dem neuen Trainer. Von AC Mailand. Hier sehen wir, es wird seine Karriere mit Vertragsablauf enden, also in dieser Saison. Wer weiß, vielleicht schlägt er ja auch den Trainerweg ein. Und zum Schluss in die USA geblickt. Seattle Sounders hier erster vor Toronto, New York nur auf der 4, LA Galaxy enttäuschend auf der 8. Zu den Stimmen gerade zu Hause liegt unsere Heimstärke, sagte Kevin De Bruyne. Und wie Lacra, Wolfsburg hat sicher nicht schlecht gespielt. Spieltagsstatistik sehen wir keinen von uns in der Elf des Tages dafür. 4 Leverkusener mit Emre Can, Rolfes, Valentin Stocker und Robbie Cruz, der in der Realität ihren Kreuzbandriss erlitten hat. Und bemerklich hier 3 Freiburger mit Dian Zorc und Baumann. Teamleistung, zweitbeste Teamleistung mit einem Schnitt von 2,64. Saisonabschluss hier, Teamleistung, Schnitt von 3,02. Beste Spieler, Torschützenkönig wird Robert Lewandowski zweiter, Mandzukic und dritter, Ginczek. Unser Bester auf Platz 15 mit Martial und Sneijder auf der 20. Und hier zum Abschluss nach 34 Spieltagen Ricardo Rodriguez, notenbester Spieler mit einem Schnitt von 2,25. Im Fairplay sind wir schlussendlich die zweitfairste Mannschaft. Fairste ist hier Gladbach. Und bei Schalke werden dann ausfallen Gerald Asamoah, aber Prinz Boateng und Santana werden spielen können. Dann würde ich sagen, gehen wir hier doch weiter. Und sehen Sie hier neues Manager-Level, der letzte Spieltag 90 Minuten zwischen Hoffen und Bangen. Und Sphinxmido007 von YouTube outet sich als Fan von Mohamed Salah vom FC Basel in der Realität, ja schon beim FC Chelsea. Und hier vorläufige Spielernominierung für die WM 2014. So, gucken wir mal von der Stärke, ob hier irgendwas dabei ist, was wir noch brauchen. Suazo, soll ich hier mitnehmen? Oder Pinia? Pinia hat 20 Mal gespielt. Das ist jetzt die Frage, was ich hier mitnehme. Weil ich denke, meine Elf hat eine gute Qualifikation gespielt. Eduardo Vargas könnte ich mitnehmen, anstatt eines von Humberto Suazo. Machen wir jetzt auch. Dann gucken wir mal offensiv, ob wir da jemanden mitnehmen. Ich sortiere das Ganze mal nach Stärke, dann habe ich das besser im Übersicht. Carmona mit einer 74. Medel, Rabello, Valdivia. Ist die Frage. Aber ich denke mal, den könnten wir eigentlich auch gut mitnehmen. Fragt sich nur für wen. Aber ich denke mal, das lassen wir mal. Sie haben nicht genügend Spieler nominiert. Möchten Sie für weitere Spieler nominieren? Was habe ich denn? Okay, lass mal einen Co-Trainer das machen. Und hier ein paar Angebote für Thierry Henry. Stellen wir mal grundsätzlich die Forderung. Und sehen Sie, herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Erfolg der Kategorie Erfolg geschafft. Sicher gestanden kassieren Sie in einer Ligasaison im Schnitt weniger als ein Gegentor pro Spiel, nochmal 36 Managerpunkte. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Erfolg der Kategorie Erfolg geschafft. Meister gewinnt Sie die Meisterschaft. Nochmal 36 Managerpunkte heimstark. Schließen Sie die Saison als beste Heimmannschaft der Liga ab. 36 Managerpunkte. Spieler des Jahres, stellen Sie den Spieler des Jahres 60 Managerpunkte. Und es heißt neues Manager-Level. Hier erstmal Bundesliga-Triumph des VfL Wolfsburg. Das war ja schon klar gewesen. Hier nochmal die Bestätigung, Manager-Level müsste eigentlich jetzt auch gleich abgespielt werden. Serfe hier 1:0. Durch das Tor von Paulo Dybala, Vorlage Julian Queen, Thielemans mit gelb-roter Karte. Meine Güte, und hier kommt jetzt die Einblendung des Manager-Levels.
Sphinx Mido 07 von YouTube. Sie haben ein neues Manager-Level erreicht, Stufe 8 jetzt. Ah, das ging ja wirklich reibungslos hier. Mannschaft des Jahres Ricardo Rodriguez, Klose und Gustavo. Das sagt mir jetzt einfach mal super, dass... Nee. So jedes Spiel gespielt hast, kann man mal sagen, gewinnt 5 Moralpunkte. Er dankt sich, dass wir ihm immer vertraut haben, Klose. Können wir das auch mal sagen? Gewinnt 5 Moralpunkte. Und so Gustavo, können wir mal sagen, du hast gut trainiert. Ligapreisgelder verteilt, bekommen wir 14,6 Millionen. Scouting abgeschlossen von EA. Entschuldigung, bin ein klein wenig erkältet. Habanu wechselt hier von Saint-Étienne zu Sunderland. Schmelzer verlässt Dortmund, geht zu Arsenal für 11,5. Bei uns der Wechsel von Ox. Hector geht zu Sturm Graz. Schwertfeger geht zu Regensburg. An sich nichts Interessantes dabei. Kevin Holz noch zu Hansa Rostock. Real Madrid verlängert bis mit Ronaldo bis 2018. Mit Morata bis 2017. Meunier von Marseille beobachtet. Man United hat Interesse an Dosina. Jonathan Dos Santos zu Aston Villa und Rozafir zu Stoke. Die beiden Trainer von LA Galaxy und Chelsea vor der Kündigung. Sponsor wünscht sich hier Vertragsverlängerung. Lehnen wir mal ab. Relegation gegen Eintracht Trier, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier über den 15. kommen werden. Weil es ja immer so ein Datum ist, wo man nicht drüber kommt. Scout-Hinweis zu Cretinor, Scouting abgeschlossen von Kongolo auf 10. Laporte Stufe 10, da gucken wir gleich mal rein. Dann gehen wir hier mal voran, Terry Ori in weiteren Verhandlungen. So, machen wir das mal alles. Und sehen hier die Rangliste des Fußballs. Diego Benaglio, internationale Klasse. Tim Klose, internationale Klasse. Außenbahn, Ricardo Rodriguez, Weltklasse. Außenbahn, Jesse und Arnold. Mittelfeld, Wesley Sneijder, Weltklasse, Stürmer. Fabiano hier nur auf der 8 im weiteren Kreis, Weltklasse. Lewandowski und Raphael. Und jetzt in die zweite Liga, Patrick Helmes herausragend, Jancic, Verhoek und so weiter. Hier Lamberts im Blattfeld, Außenbahn, Adlung herausragend, Felix Bastian, Leon Jessen. Torhüter, Lute und Schauner und hier ist ein Butcher. Nichts Interessantes. Und jetzt bin ich gespannt, jetzt kommt hier das UEFA Europa League Finale zwischen Galatasaray und Fenerbahce. Und UEFA Europa League Sieger wird hier Galatasaray durch ein Tor von Hamid Altintop. Der es ja gewohnt ist, schon Finales zu spielen, hat er ja schon mit dem FC Bayern. Hier noch ein paar Angebote für Thierry Henry. Auf- und Abwertungsrunde zum Saisonende. Das ging jetzt ultra fix, da gucken wir jetzt gleich mal ausführlich rein. Zu wenig Spielpraxis, hat hier einen Stärkepunkt verloren. Schäfer. Benaglio hat 1 dazu gewonnen, Knoche hat für 1 verloren. Trash, gute Leistung, hat noch einen Stärkepunkt dazu gewonnen. Arnold auch. Rodriguez auch, konstant hohes Niveau. Julian Brandt hat einen gewonnen. Hat viel von ihnen gelernt. Naldo ist gleich geblieben. Kuh ging 1 hoch. Klose ging 1 hoch. Luis Gustavo ist gleich geblieben. Chester ging 1 hoch. Timo Horn ging 2 nach unten. Bakali hat nochmal einen gewonnen. Martial hat einen gewonnen. Goretzka hat einen gewonnen. Molanda hat auch einen gewonnen. Fabiano auch. Ronaldinho hat 1 verloren. Sneijder hat nochmal einen dazu gewonnen. Gute Leistungen, viele Tore erzielt. In der zweiten. Treves nochmal um 2 stärker geworden. Scheithauer um 1 stärker geworden.
Tal ist gleich geblieben, Abdi-Chai um 1 nach oben. Sonst eher Abstiege hier. Dann gehen wir mal weiter. Ihr Tipp weicht von der realen Tabelle nur um 40 Positionen ab, ist ein Schnitt von 2,2 und ein gutes Ergebnis. Weil wir haben uns auf die 4 eingestuft, sonst war das eigentlich an sich nicht schlecht. Nur der größte Unterschied hier war bei Freiburg und bei Gladbach, okay. Nürnberg sogar 7 nach oben, das konnte man auch nicht einschätzen am Anfang. Und sind jetzt am 15. und sehen hier gleich eine Talenterhöhung. Kevin De Bruyne hat schon wieder ein Trainingsziel erreicht. Ich weiß, dass die Folge wieder zu lang ist. Tut mir leid, aber wir wollen ja durchkommen. Scouting abgeschlossen von Werder Bremen. TSV 68 München konnte sich hier nicht mit TSV 68 München einigen. Scouting abgeschlossen von Grimaldo, Stufe 6. Benaglio hat sein Trainingsziel erreicht. Flugparaden jetzt auf eine 81. Lauf dann mit dem Abschlag weitermachen. Danach mit Mann gegen Mann. Und danach mit dem Stellungsspiel. Treves hat alle Trainings... Na, hat Trainingsziel erreicht. Oh, doch einige. So, so und hier so. Martial hat alle erreicht, automatisch um 5 Talent erhöht von Ricardo Rodriguez, jetzt 4 Sterne. Oh, das tut ja gut. Wunderbar, jetzt haben wir ihn auf 4 Sterne. Das hat er sich auch verdient, und Moritz Sprenger lehnt Vertragsangebot ab. Da muss ich es halt nochmal versuchen. Weil in der Realität wurde er ja geholt und jetzt, wir haben es zumindest rüber geschafft über den 15. Hier wird es nochmal eng zum Schluss. Und wir sind hier am DFB-Pokalfinale angekommen. Wolfsburg empfängt in Berlin Schalke 04, die sich erst nach Verlängerung bei Halle durchgeschlagen haben, den jetzigen Zweitligisten, dann 6:0 Klatsche für Offenbach. 2:0 Sieg gegen Lautern, 1:0 auswärts in München und 1:0 zu Hause gegen Bremen. Unsere Ergebnisse kennt ihr ja. Hier können wir wieder was ausbauen. Gucken wir dann gleich und sind hier angekommen. Und sehen jetzt hier die Einblendung. DFB-Pokal, das Endspiel steht an. Und da können wir dann das Double perfekt machen, noch 12 News hier. Schäfer fällt aus, Knieprellung bis zu 9 Tage. Damit die Saison für ihn vorbei. Littbarski hat sich SSC Neapel beobachtet. Laporte Stufe 10, okay, wissen wir jetzt. Matej Stufe 7. Ablöse für Terry Ori hier von RB Leipzig akzeptiert. Und von Dynamo Dresden. Scouting abgeschlossen von Alex Grimaldo auf der 9. 4 volle Talentsterne. Sponsor Zeitbonus hier 300.000. Julian Brandt verbessert seinen Abschluss. Wunderbar, Luis Fabiano ist jetzt stärker. Und wir gucken einfach mal, was wir jetzt noch alles machen können hier. Nehmen hier erstmal Robin Knoche mit. Sagen hier wichtigstes Spiel des Jahres. Geben unseren Spielern nochmal 30.000 Euro, wenn sie es schaffen. Gegen Schalke 04 zu bestehen. Sonderbewachung auf Hünteler. Dresch kümmert sich um Auro. Rodriguez um Fafan. Gustavo um Draxler und Klose um Hünteler. Und ich würde mal sagen, das war's dann auch. Und dann würde ich sagen, wenn euch die Folge hier Spaß gemacht hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich und verpasst keine Folge.